Hi, hier ist der Frank vom footblockhamburg.de. Sei gegrüßt in unserem neuen Video. Ich habe schon ein paar Ipanemas drin. Echt lecker, das Zeug. Video habt ihr bestimmt schon gesehen. Sonst ein oder zwei Videos zurück und ihr findet mein Ipanema. In dem Ipanema am Anfang haben wir ja Cold Brew gemacht. Den habe ich hier. Und ein bisschen Eis, das liegt hier schon. Haben wir auch gemacht, um uns einen richtig geilen Eiskaffee zu machen. Wir machen heute mal Eiskaffee plus plus, also richtig geil, mit nicht irgendeinem Kaffee, der irgendwie aufgegossen worden ist, sondern mit richtig gutem Cold Brew. Den haben wir hier schon fertig. Mit Eis auch? Mit Eis natürlich auch, klar. Jetzt kommt einmal kurz mein Jingle und dann geht's los. So, wir haben gestern Abend Cold Brew angesetzt. Der ist jetzt fertig. Wie wir das gemacht haben, könnt ihr sehen in unserem Video. Hier ist der Kaffee drin. Das ist der Deckel. Eigentlich eine ganz schöne, saubere Nummer. Man muss nur hinterher diesen Dauerfilter wieder sauber machen. Aber das geht auch super. So, den tue ich jetzt mal eben hier in die Spüle. Deckel können wir wieder drauf machen. Den kann man auch ein paar Tage im Kühlschrank so lagern. Das tut dem überhaupt nicht weh. So, jetzt tun wir hier in mein Glas einfach mal 250 Milliliter Cold Brew. Wir haben uns aus unserem Cold Brew, kann man hier sehen, Eiswürfel gemacht. Davon tun wir jetzt in unser Glas zwei Stück. Zuck. Diese Eiswürfel kann man auch klasse benutzen, um sie in einen Gin Tonic zu tun. Müsst ihr mal ausprobieren, schmeckt richtig geil. So, wieder zurück in den Kühlschrank, beziehungsweise in den Tiefkühler. Und jetzt als nächstes muss in unseren Eiskaffee ein wenig Zuckersirup. Wie man Zuckersirup macht, habe ich neulich schon in einem von meinen Videos gezeigt. Bei unserem letzten Limonade, da haben wir auch Zuckersirup gemacht. Also einmal ein paar Videos zurück. Einmal kurz gucken, da kann man das klasse sehen. Da habe ich den Zuckersirup ohne Zucker gemacht. Da haben wir Ethyryl genommen für den anstelle des Zuckers. Erythril, ja. Genau, Entschuldigung. Und das ist richtig gut. So, jetzt haben wir das schon soweit fertig. So, jetzt haben wir unser Zuckersirup da drin. Jetzt tun wir uns da zwei Löffel Vanilleeis dazu. Und dann müssen wir die Sahne uns machen. Ein bisschen Zucker oder Zuckerersatz rein, die Sahne oben drauf und eben schnell steif schlagen. Es ist laut! Sahne ist schön steif geschlagen, die machen wir jetzt einfach schön hier oben drauf. Oh, schön! Genau, richtig schöne Haube. Sieht richtig gut aus. Hammer! Jetzt kommen da noch ein paar. Also normalerweise mache ich da Kakao oben drüber. Kakao hat heute frei, deshalb kommen da heute Schokoraspel drüber. Im Rezept steht aber Kakao. Ich verteile die hier gerade mal schön. So. Geil. Das sieht aber richtig toll aus. Das sieht richtig lecker aus. Und was fehlt noch? Was fehlt noch? Was fehlt noch? Strohhalm. Genau, ein gläserner Strohhalm. Zack. Ready. Sieht er gut aus? Ich hoffe, euch gefällt er. Mir gefällt er und der schmeckt auch super genial. Ich will ihn jetzt nur nicht probieren, weil ich muss gleich noch schnell das Foto machen und dann kann ich den erst probieren. Schön kalter Cold Brew mit Eis drin, auch aus Cold Brew, der nichts verwässert. Richtig schön der Koffein da drin, magenschonend, weil kalt gebrüht. Und obendrauf süße, schöne Sahne und ein bisschen Schokolade. Ist das nicht ein Traum? Ich finde, das ist ein Traum. Ich hoffe, euch hat mein kleines, schnelles Video für dieses Getränk gefallen. Eigentlich, wenn man es sieht, ist es überhaupt kein großer Aufwand, sich sowas auch mal eben schnell zu Hause zu machen. Und ich finde, wenn der so gemacht ist, schmeckt er tausendmal besser, als wenn ich in einen von diesen großen Ketten gehe, wo die einen Espresso nehmen, über Eis gießen und mir dann sagen, es ist ein Eiskaffee. Nee, ist kein Eiskaffee. Das ist ein kaltgemachter Espresso, getötet mit Eis.
Der hätte heiß wahrscheinlich 1000 Mal besser geschmeckt. Aber egal, was soll's. Ich hoffe, euch hat das jetzt gefallen. Ihr macht es nach. Ich würde mich super drüber freuen. Schreibt mir einen Kommentar unten rein, ob es euch auch gefallen hat und wie ihr das gemacht habt. Ob ihr vielleicht noch mehr Videos haben wollt, wo wir immer irgendwelche Sachen mit Cold Brew machen. Kein Problem, machen wir gerne. Ich habe was vergessen. Es fehlt noch was. Die Waffel. Wartet, geht los. Ja, ich warte. Jetzt. Ja, passiert. Oh, ja, schön. Zwei Waffeln. Oh Gott. Geil. Super. Und eine für mich. Mhm. Mhm. Oh, kann ich mal reden? Ich kann nicht reden, ich habe den Mund voll. Das riecht sich doch auch ein. Ja, jetzt kommt aber der endgültige Abspann. So, Schatz, einmal auf mich bitte. So, jetzt kommt der Abspann. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr findet natürlich wie immer unten in der Description Box eine Anleitung zu diesem Video. Die Einkaufsliste findet ihr da unten. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen. Es unterstützt uns maximal, wenn ihr uns auch abonniert. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich sage tschüss. Und Frank vom Foodblog Hamburg.de. Mein Gott, ich kann nicht mehr reden. So viele Getränke das ist und dann. Aber keine Alkohol. Achso, ist gar kein Alkohol. Okay, dann kann ich auch wieder reden. Also, schönes Wochenende oder einen schönen Tag noch, schönen Abend, wann auch immer du das guckst. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn Frank wieder am Kochen ist. Vielleicht am Dutch Oven oder mit dem Smoker oder wie auch immer. Im Garten. Im Garten, genau. Das bringt uns auch mega Spaß. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.